Hallo zusammen. Joa, ich habe hier eine kleine Bestellung. Und zwar habe ich bei der lieben Knuddelzombie bestellt. Bei meiner lieben Jenny-san. Ja, es ist heute angekommen. Ich habe natürlich schon reingeguckt, weil, naja, ich kann nicht warten. Ich muss halt sofort reingucken. Weil die Sachen halt so toll sind. Ja, ich zeige euch mal, was ich bestellt habe. Da, 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 da. Rechnung habe ich schon zur Seite gelegt. Oh Gott, nicht wundern, meine Hand. Ich habe mich am Backofen verbrannt. Ja. Sabi Bakasan. Ne? Der Name ist Programm. Okay, erstmal. Das habe ich noch nicht aufgemacht hier. Da packt sie ja mal so ein schönes Tütchen ein mit diesen schönen Streuherzchen. Das finde ich immer ganz toll. Die sammle ich auch. Ja, ich sammle die. Vielleicht kann man die ja mal. Keine Ahnung, irgendeiner Post mal reinstreuen oder so. Mal jemanden mit beglücken. Oh Gott. Ja, ich bin ein bisschen aufgedreht. Heute kamen nämlich wunderschöne Sachen für meine BJD-Puppen an. Und seitdem bin ich total aufgedreht, weil das wunderschöne Sachen sind. Zeige ich euch mal demnächst. So, immer noch das Streuzeugs. Streu, Streu. Was ist das eigentlich? Ach, ein Sticker. Mit einem süßen Wohnwagen. Der Schirm ist ja süß. Wie niedlich. Oh, wie süß. Hier ist noch ein kleiner Sticker. Ja, mit ihrem neuen Logo. Was ich auch sehr süß finde. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ah, das kennt ihr ja, ne? Das neue Logo von ihr. Hier noch eine Nachricht, liebe Sabrina-san. Vielen Dank für deine Bestellung. Liebe Grüße, die B. Schwarzdecke. Ja, das ist ein Insider. Sie ist meine bituminöse Schwarzdecke und ich bin ihr kleiner Baumkuchen. So. Hier haben wir noch mal ihre Daten. Ich hoffe, man kann es erkennen. Jetzt habe ich mir so einen Giraffenhals. Okay. So, lassen wir mal hier so, weil es schön ist. Ja, ich habe mir einmal diese Button hier ausgesucht. Diese Buttons. Meine Güte, sind die groß. Voll cool. Ich dachte zuerst, wenn das so ganz kleine sind, könnte ich die vielleicht für meine BJDs benutzen. Weil die nämlich eventuell Umhängetaschen bekommen. Ich weiß es aber noch nicht genau. Also muss halt extra genäht werden und so. Weil ich kann sowas nicht. Und da dachte ich mir, wenn die so Taschen haben, könnte ich ja vielleicht auch so ganz kleine, vielleicht mal einen Button dran machen. Weil die Taschen, die werden dann, wenn ganz klein, ne? Weil meine Kleinen, die sind halt 43 cm groß. Da kann man jetzt auch nicht so eine riesige Tasche machen. Aber jetzt sehe ich gerade, dass die hier zu groß sind. Aber ist nicht schlimm. Dann werde ich die für mich nutzen. Die sind so süß. Die sind so schön. Ja, die musste ich unbedingt haben. Ja, die sind so toll. Ach ja, jetzt hier noch was dazu gepackt. So ein Kunstdruck von dem charmanten Herrn hier. Den finde ich übrigens cool. Eigentlich mit dem. Oh Gott, wie ist der nochmal? Den mit den roten Haaren. Also die beiden fand ich auf jeden Fall am besten von diesen Fantasy-Dudes. Dankeschön. Ist auch eigentlich keine große Überraschung, dass ich die beiden am coolsten finde. War ja klar. Ja, und hier ist das neue Halloween-Papier, was sie gemacht hat. Das habe ich mir noch nicht angeguckt. Machen wir jetzt zusammen. Sehr cool. Ja, mit den Clowns, ne? Natürlich genau was für mich. Ja, die Woodies. Die sind doch so, ne? Ja, das ist natürlich jetzt genau meins hier, ne? Voodoo-Püppis und hier so Clowns. Voll cool. Oh, die sind auch cool. Da muss ich noch die Sticker bestellen. Fällt mir ein. Ja.
Ja, die Korgis. Oh, mein Grün. Grün-Schwarz, das ist auch cool, ne? So als Hintergrund für eine Karte oder so. Ach so, das sind noch von ihren älteren Stickern noch. Das ist cool. Guck mal, die kleinen. Wie heißen die nochmal? Ich hab's vergessen. Candy Corn, ne? Ach, was schmecken die eigentlich? Weiß das jemand? Würde mich mal interessieren. Oh, so cooles Papier. Ja. Jetzt kommt wieder mein Standardspruch. Das werde ich für meine Scrapbooks benutzen, die ich immer noch nicht angefangen habe. Ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und hier haben wir noch mehr. Huch. Ups, ich habe meinen Ton vergessen auszumachen von meinem Laptop. Sorry. Erstmal hier diese neuen Cadbury-Sticker. Finde ich voll süß hier mit diesem Glas und wahrscheinlich ist das auch noch Erdbeersaft oder Erdbeerlimonade. Voll toll. Yum, yum, yum. Ja, finde ich total knuffig, wie sie da in dem Glas hängt. Freue ich mich. So. Dann haben wir noch so Food-Sticker. Ich sitze hier gerade total bescheuert. Ich habe die Beine so überschlagen, aber irgendwie die Fußspitze dann hinter dem anderen Bein noch unten. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Ich sitze hier gerade total komisch. Ah, die sind toll. Oh mein Gott, die Details schon wieder. Cool. Das ist der Wahnsinn. Wie kann man nur so das alles zeichnen? Lecker. Boah, sind die cool, oder? Tier. Sehr cool. Ja, die hatte ich schon eigentlich länger im Auge, aber naja, man kann halt nicht immer alles auf einmal bestellen. Schön wär's. So, dann haben wir noch Kakaokarten. Hier waren noch welche bei, die habe ich irgendwie gar nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob die neu drin sind oder ist gut jetzt da. Boah, hier kommen ständig irgendwelche Nachrichten rein. Diese Beine, die kannte ich irgendwie noch gar nicht. Habe ich die übersehen oder sind die neu? Aber gut, ich bin ja manchmal ein bisschen, ne, verpeilt. Aber die sind so schön. So, so schön. Erste Auflage. Toll. Ach ja. Freches Glas. Auch erste Auflage. Hi. Zweite Auflage. Shake for the Cat. Das ist auch der Knüller. Das möchte ich gern alles essen. Besonders das hier. Diese Schokobrezel da. Das ist so krass. Das ist echt cool. Und diese hier. Meine Güte. Da bekommt man echt Hunger, oder? Also ich schon. Und Marshmallow. Ich weiß nicht, ich stehe voll auf diese Karten von ihr. Ich weiß auch nicht. Die kann man halt so schön sammeln. Habe ich auch bald meine Mappe schon voll. Ja, das sind meine Sachen, die ich bei ihr bestellt habe. Ich werde dann demnächst nochmal bestellen, weil der ist ja jetzt auch die neue
Kakaokarte in ihrem Shop mit diesem coolen Gruselclown, der da in der Irrenanstalt hockt. Voll cool. Ja, ich mag das natürlich, ne, ist ja klar. Das muss natürlich noch sein. Ja, auf jeden Fall wieder richtig, richtig schöne Sachen. Wieder in meiner Knuddel-Zombie-Sammlung. Ja. Danke, dass du das auch alles immer so schön einpackst. Ich finde das echt toll. Und dann auch mit diesen Extras immer. Das macht nicht jeder. Ne? Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.